Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Tekton. Ja, schaut mit wem, ich brauche es nicht mehr zu sagen. Hi, du da. Guten Tag. So, letztes Mal hatten wir ja unsere Zuckerrohrfarm fertiggestellt und mittlerweile dürfte da auch einiges zusammengekommen sein. Lass uns doch mal nachschauen. So, warte mal, gehen wir hier rein. Ich habe übrigens ein Haushühnchen jetzt. Nicht töten. Das steht unter Todesstrafe. Und wenn ich Todesstrafe sage, meine ich Todesstrafe. Wir haben, 7000 Zuckerrohr, sehr wenig. Da muss mehr. Wie habt ihr das gemacht? Einfach mit einer Zuckerrohrform. Die ist unter meinem Keller unten. Kannst du dir angucken. Ja, oder? Dauert noch ein bisschen. Ich muss richtig viel wieder zurückfliegen. Ich muss das Hexenhaus da mal ein bisschen ausbessern noch. Hier haben wir noch ein bisschen Oakwood, das können wir gleich mal mitnehmen. So, alles hier rein. Was wollte ich denn? Ich wollte eigentlich jetzt das zupflastern, aber du willst es ja vorher nochmal sehen. Deswegen, ich lasse noch ein Stückchen offen. Oder? Was? Was will ich sehen? Na, die Zuckerrohrfarm. Bugpflaster? Ich pflastere sie zu. So. Ja, dann mach mal. Aber ich lasse hier oben noch ein bisschen was offen mit Glas, also. What are you doing? So. Macht er das automatisch? Ja. Natürlich. Wie machst du das, dass der so schnell wieder. Was? Der wieder einsatzbereit ist, sag ich mal. Wie einsatzbereit? Also bei mir im Singleplayer habe ich das so, dass dieses ZZ, ne? Weißt du? Dass der da extrem lange braucht, um. Dass der da wieder irgendwas machen kann. Es ist einfach nur ein Harvester, der den Zuckerrohr abhaut. Der wächst dann neu, der Zuckerrohr. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn du in den Harvester gehst, dann die rechte, der rechte Balken da. Wie machst du das, dass der so schnell runtergeht? Gar nicht, ich habe den Recycler einfach nur hingestellt. Echt? Bei mir dauert das sau lange. Keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nur hingestellt. So, warte mal, wie machen wir das denn hier? Ach komm, wir gehen einfach bis an die Wände. Passt schon. Und dann machen wir hier ein bisschen Glas drüber, damit man auch runter gucken kann. Und dann ist die Zuckerrohrfarm fertig. Baumfarm kommt auch noch hier unter die Hütte. Das braucht aber alles noch eine Weile. Da muss ich auch erstmal neue Harvester bauen, dies und das, Planter und... Was ich hier noch machen will, ist dieses Sludge absaugen und damit ein bisschen irgendwas herstellen. Weil damit... mit diesem Sludge lassen sich neue Dinge wie Sand und sowas herstellen. Brauchen wir eigentlich nicht, aber pff, was wir haben, haben wir. So. Was war das jetzt? Hier, das war's. Ne, den lassen wir mal noch offen und wir brauchen ein bisschen Glas. Haben wir Glas? 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 Ich glaube, ja. Ja, 6 Stück. Das ist ein bisschen doof. Wir brauchen mehr. Aber dann schmelzen wir einfach ein bisschen was. Wir können mal das Inventar entmüllen hier so ein bisschen. Wie ist das? So. Brauchen wir alles nicht hier. Ach, wow, nee, wie haben wir so viel Leder gekriegt? Auch durch die Farm. Stehen doch jetzt auch Kühe drin. Wir haben auch 25.000 Fleisch. Ich denke mal, ich baue demnächst mal einen Hebel an die Farm, damit die nicht mehr weiterarbeitet. So, habe ich jetzt meinen Sand? Nee, den Sand muss ich mir nehmen. Das heißt, ich muss die Farm aber natürlich auch erstmal noch in einen schönen, in eine schöne Verpackung bringen. Das heißt, ich müsste auch noch ein Haus bauen für die Farm und das steht auch alles noch an. Aber wir haben natürlich im Moment, ich weiß gar nicht, welche Prinzipien wir haben. Wir machen so viel auf einmal. Und das geht alles ein bisschen unter. Bücherregale wollte ich dann craften für das neue Hexenhaus. Das mache ich auch gleich. Da müssen wir auch noch ein bisschen anbauen ans neue Hexenhaus. Oh, wir haben so wenig Platz. Jetzt habe ich so ein paar Glass Slabs. Gucken, wie weit damit kommen. Ich mache gerade Bücherregale. Das ist auch gut. 21 habe ich. Ja, langweilig. Ich baue gleich ins Auto-Crafting-System Bücherregale ein. Dann kannst du requesten, wie du lustig bist. Jo. Weil wir haben 1000 Leder und oder mehr sogar, ich weiß es gar nicht. Und
Da können wir auch einfach mal ein bisschen übertreiben. Oh, ich hasse dieses Platzieren von diesen Blöcken. Das ist so nervig. So. Aber es muss sein, und der hier muss auch noch weg. Und hier kommt auch noch so einer hin. So, so. So, so. Naja, so geht's ja eigentlich. Wenn man nur treffen würde. Hast du denn heute irgendwas erlebt, was du der Welt mitteilen willst? Also nein. Lol. Nicht, dass ich wüsste. Ich hab so ein paar neue Leute kennengelernt heute noch, die haben mich mal angeschrieben. Auch meine Abonnenten. Und dann nehme ich demnächst mal ein bisschen Survival Games auf. Kommt demnächst. Muss mal gucken, wann. Ich weiß noch nicht ganz genau. Und ein neues Projekt ist auch noch geplant. Das will ich aber noch nicht verraten. Da ist noch ein bisschen Geheimhaltung. Wird aber auch geil. So, dass die spawnt ja dann irgendwann. Das können wir so lassen. Das hier würde ich jetzt gerne noch weg haben eigentlich. Oh, das lässt sich so scheiße abbauen. Geht das hier mit schneller? Nee. Na gut, egal. Bauen wir so ab. Oder können wir das mit einer Schere machen? Ach, ist egal jetzt. Und diese roten Covers, die könnten wir eigentlich nehmen und damit das Hexenhaus ausgleichen. Weil ich mache das Hexenhaus komplett aus Microblocks. Das heißt, innen kriegen die eine Holzfassade und außen wahrscheinlich aus Marble oder so. Guck, boah, das ist dauerbar, ne? Ja, natürlich. Aber es soll auch geil werden und nicht schäbig. Okay. Eine Anbindung ans System brauchen wir da hinten auch noch. Da muss ich auch noch Pipes legen und sowas. Aber das kommt alles noch. Das braucht alles seine Zeit. Das hier unten lasse ich jetzt einfach mal so offen und lege hier einfach nur Slabs drüber. Aber das sieht eh keiner. Vorerst. Vielleicht bauen wir da irgendwann nochmal was drunter oder so. Mal gucken. Bisschen Platz haben wir ja noch. Vielleicht ein Stromspeicher oder sowas. Das würde sich hier hinten ja eigentlich ganz gut anbieten. Da müssen wir mal schauen dann. So, hier drunter dann irgendwie, keine Ahnung, Stromspeicher, MFSUs, dies, das. MFSUs könnten wir auch mal craften lassen. Das wäre mal eine echte Aktion. Das geht gar nicht. Natürlich. Habe ich schon versucht. Nein, in den Automatic Crafting Tables, da können die Dingens, diese blauen Lepitron Crystals, die können nicht gecraftet werden. Weil, warum nicht? Weil die, du brauchst für den Lepitron Crystal die Redstone Crystals, irgendwie sowas, und die können ja nicht stacken. Und deswegen kann er die nicht rauspumpen aus dem Crafting Table. Ist doch egal, die müssen doch nicht stacken. Doch. Der nimmt ja nur, wenn zwei Dinger. Ja, dann nimmst du ein Auto Crafting Table MK2 und dann sind ja mehrere verfügbar. Das funktioniert ja. Oh, das wusste ich nicht. Das funktioniert. So, ich brauch Sticks. Und ein paar. Und ein paar Gears. 48. Ja, das könnte gehen. Dann machen wir mal ein paar Auto-Crafting-Tables. 12 Stück. Ja, das könnte gehen. Basic Logistic Pipe. Du hast oben noch ein paar von diesen Circuits, ne? Aus diesen Circuits können wir übrigens noch viel mehr machen. Da brauchen wir keine Redstone-Engines mehr und sowas. Da lässt sich viel machen mit diesen Gates zum Beispiel. Müssen wir aber mal schauen, wie das funktioniert. Da weiß ich jetzt nicht ganz Bescheid. Teleporttür zu dir hoch wäre übrigens auch noch meine Maßnahme. Das mache ich bestimmt da demnächst mal. Kann ich auch sonst gleich machen. So, warte mal. Diamond Pipe. Und ich war so tot. Redstone. Und ist aus. Auto Crafting. Nee, warte mal. Crafting Logistic Pipe. Mit Glowstone macht man das, okay? Und wie macht man nochmal die Basic? Mit Redstone. Warte mal, nehmen wir mal hier einen Stack und Redstone. Ne, haben wir nicht mehr. Hier nehmen wir ein bisschen Holz mit.
Dann haben wir hier ein paar Fackeln. Redstone-Fackeln. Konnten die so, haben wir jetzt Glas geschmolzen oder haben wir nicht? Ja, haben wir. Diesmal, wie gut man vorbereitet ist. Das arbeitet so Hand in Hand. Oh, ne. Ne, warte mal, das war doch jetzt falsch. Muss. Oh, Fips schreibt mich gerade an. Vielleicht kommt Fips gleich auch noch. Das wäre ja episch. Ich kann gerade irgendwie. Anton? Ja? Ist der Server gerade? Nein, nur bei dir. Du bist auf einmal runter. Irgendwie konnte ich gerade nichts mehr öffnen. Der Server kackt gerade ein bisschen ab irgendwie. Keine Ahnung. Mache ich schon mal eben, ne? Oh, wir haben auch eine hohe CPU-Auslastung. Jo, Fips kommt gleich auch nur so, wie es aussieht. Ist ja Hammer. So. Jetzt haben wir ein paar Basic Logistic Pipes. Oh Mann. Ja, und ich, darf mich jetzt erstmal wieder weg. Warum? Weil ich wollte mir eine Portaltür zu meinem Hexenhaus bauen und dann habe ich gefailt, die Tür dahin gesetzt und er hat sich nicht verbunden und jetzt darf ich nochmal zurückmachen und noch so eine scheiß Tür machen. Epic Fail. Oh ja, und ich bin 1500 oder 2000 Meter entfernt. Tja, das kommt davon. Hättest du einfach unsere benutzt. So, hier muss auch noch eine Teleporttür hin. Wir müssen überall Teleporttüren hin. Wo können wir denn mal... Haben wir denn noch... Ja, haben wir. Gut. Hier liegt schon was drin, ne? Ich glaube schon. Ja. Dann machen wir mal den hier. Und... natürlich jetzt schwierig. Gehen... Das verlangsamt natürlich alles auch noch ein bisschen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann machen wir hier. Und... ist jetzt Platz verschwindet ein bisschen, glaube ich. Keine Ahnung, kann sein. Moment. Da gehen wir hier hinten rum. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber eigentlich im Prinzip ja schon. Ach, ist ja. So kann ich die hier nebeneinander stellen. Kann ich. Mittig. Golden Pipe. So, und jetzt. 1, 2. Naja. Eine fehlt, aber gut. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. In der nächsten Folge ist dann Fipp mit dabei. Wir sehen uns in den. Ja. Jetzt schon. Wow, ich bin dreimal hin und her geflogen und. Hat nichts erreicht, ja. So, und hier ist wieder diese scheiß Fliege. Okay. Tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.